Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Best of React, gemeinsam mit Kino. Moin moin. Ja, beim letzten Mal gab es ein bisschen Verwirrung bezüglich meiner Stimme und der im Video, weil man die nicht so richtig auseinandergehalten hat. Und somit habe ich mir jetzt was Spezielles überlegt. Wir werden nämlich aus diesem normalen React wirklich eine Try Not to Love Challenge machen. Ich werde es mit Wasser machen, Kino ohne. Oder hast du jetzt eins parat? Nee, ich kümmere mich da jetzt nicht drum. Ja, okay, gut. Also ich werde es auf jeden Fall mit Wasser machen. Das ist zu viel Arbeit. Nee, ich habe schon alles bereit und naja. Ich hoffe mal, mein Laptop wird nicht durchnässt. Ich habe das Best-of noch nicht gesehen. Es ist immer so, dass bevor das Best-of rauskommt, wir es natürlich hier angucken, weil, naja, sozusagen auch auf Fehler nochmal überprüfen. Weil nicht, dass wir irgendwas hochladen, wo wir nicht mal was gesehen haben. Ja. Das will man natürlich auch nicht. Gut, Best-of ist schon bereit. Sollen wir starten? Geht's mit dir? Ich bin bereit. Okay, dann nehme ich schon mal das Wasser im Mund. Und dann spuckst du es aus. Doch hier geht's weiter. Er kommt von hinten. That's what she said. Das wäre irgendwie nicht lustig. Jetzt wieder das geile Intro. So Leute, zum Abschluss blamieren wir uns nochmal ein bisschen im Level Link's First Adventure, was zeitgleich das erste Level ist, was dieser Kollege hier mit Link in der Hauptrolle gebaut hat. Leute, den kenne ich gar nicht, vielleicht ja gar nicht oder? Dabei. Mm-mm. Nee. Habe ich jetzt nicht getan. Habe ich jetzt nicht getan! Achso, du musst das linke Ziel sein. Hier kann ich mir eh viel Zeit lassen. Nicht wirklich jetzt, oder? Was? Ich bin dennoch für alles offen. That what she said. Wirklich? Vor allem in amerikanischen Zeichen. Wo gibt's denn sowas? Mir fällt gerade ein, ich habe selber japanische Zeichen. Ja, das ist nicht lustig, ja, das ist einfach nur doch. Dumm. Das du kleiner Scherbenhaufen. Hätte ich nicht ins Best aufgepasst. Was? Habe ich jetzt nicht ich hab's jetzt verstanden. Nein, grüne! Fahr! Ui, dieses Sicherheitssystem sieht aber nicht sehr freundlich aus. Es wird aber das geringste Problem werden. Also wenn's... Das war schlecht. Darf ich den Telefonjoker anrufen? Nee, darfst du nicht. Hör auf, schade, ich hätte nämlich einfach dich angerufen. So. Also Golf. Ihr habt beide einen Punkt, sag ich euch jetzt schon. Ja, es ist natürlich der einzig wahre Eistee, es ist Zitrone. Ja, richtig so. Rat mal, was ich auf meinem Tisch. Ich hätte gedacht, die bearbeitet ist Zitrone? Noch, dass du Pfirsich sagst. Nein, erst die Zitroneflasche. Ehrenmann. Gegen Horrorkids, gegen Horrorkid und die Pfirsich. Disgusting! Der war ja echt komplett behindert. Du bleibst ja richtig. Solange du es nicht wieder eine Kollege machst, der Josh reinschreibt, das merke ich alles. Josh. Mein Name ist Drake Parker. Ich bin Josh. Kurz mal, weil ich so nur die Frage ist halt, wen juckt. Wir kriegen es echt kampflos. Was war denn da jetzt lustig? Hey, wie denn? Nein! Da war ein Shy Guy! Da war ein Shy Guy, ich könnte weinen! Ah. Das ist zwar auch nicht lustig, aber okay. Das ist nicht wirklich wahr, oder? Das ist nicht wirklich wahr, schau dich das an. Zweimal, das ist exakt selbe. Das ist mir schon so oft passiert. Ich hab mich so gefreut. Ich nehme mal die 50er mit, warum nicht? Nee, oh. Als ob das jetzt ein Troll war. Fuck Lol. Mich doch, nee. Wo ist denn der Miauser? Ja, jetzt geht's. Wie sieht das aus? Als hätte ich den Doggy genommen. Das war es mit der heutigen Folge. Ich herzlich fürs Zusehen. Ich würde sagen, in unserer letzten Session machen wir jetzt nachher dann noch ein paar Folgen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Wie schmeckt das Wasser? Von, es war jetzt schon ein bisschen warm. Das Bild da ist, glaube ich, gerade von Tuniax, dein Stream, nicht wahr? Das weiß ich nicht, ich gucke keinen Tuniax.
Oh, bitter. Okay, ich muss sagen, also zweimal musste ich natürlich lachen hinterrucks. Also es kam nicht raus, aber es war schon geil. Was? Normalerweise stehe ich immer dafür, dass ich nichts Politisches mache, aber naja. Horror-Kid, du, nichts Politisches. Horror-Kid hatte andere Meinung. Ich kann mich an die Folge erinnern mit den Grünen. Boah, das war aber schon krass. Also ich wusste ja schon, was der Grüne machen wird mit mir. Das war mir von Anfang an klar. Aber dass er dann wirklich genau mich wirklich trifft, ganz ehrlich, das ist wieder so typisch, Markus. Ja, man kennt ihn. Naja, es ist wirklich so, also kenne ich so nicht anders von mir, dass ich so... Wie fandest du es, Best-of? In Ordnung. Ich habe zwar vieles nicht verstanden, auch nicht, warum er es eingefügt hat, weil manche Szenen waren total unlustig, aber... Welche meinst du jetzt? So ziemlich alle. Hä? Also, die mit Yoshi zu tun hatten, fand ich nicht unlustig. Also Yoshi's Island da. Das... Kann auch sein, dass ich das einfach nicht verstanden habe, weil ich das auch nie geguckt habe. Ja, kann sein. Also, wie gesagt, dass die Insider eventuell noch nicht auf mich angepasst sind, hat irgendwelche so Sachen, die man halt von mir kennt. Ja, das ist halt, sagen wir es so, so lange bin ich jetzt noch nicht aktiv, also wirklich, wenn ich wirklich 5 Jahre voll aktiv gewesen wäre, was bei mir nicht war, dann gäbe es wahrscheinlich schon viel, viel mehr Insider, die auch passen würden. Ja. Und Lea kennt mich ja auch erst seit 2018, muss man sagen. Wenn man die sind doch schon 2 Jahre, die müsste dich kennen. Ja, aber trotzdem gab es davor auch schon jede Menge coole Sachen, an die ich mich erinnern kann. Also wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt Jan fragen würde, kennst du noch die Szene von 2015? Ich glaube schon, dass er eventuell an so ein paar gewisse Fails, Hashtag Regenbogenboulevard, sich noch erinnern kann. Ja gut, er war auch von Anfang an dabei. Kann man echt so sagen. Ich glaube, er war mein zweiter Abonnent, den ich jemals hatte sogar. Der erste warst du, oder was? Ja, war ich nicht. Ich kann mich selber nicht abonnieren. Er hat einen privaten Kanal. Nee, wer der Erste war, weiß ich gar nicht, aber Jan war, glaube ich, der Zweite, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Weil ich ihm damals versprochen hatte, dass ich Famarama Let's Play. Deswegen war das auch das erste Let's Play. Weil das war so ein Spiel, was wir gemeinsam gespielt haben, so ein Online-Spiel. Nee, also ich fand das Best-of eigentlich vom Schneiden her, war es relativ gut. Ja. Auf jeden Fall. Dass man die Insider vielleicht, dass du nicht verstanden hast, das kann man nichts machen. Ich meine, das bei Mario Kart, wo ich da einmal kurz einen Lachflash bekommen habe, das war das, weil ich mich über Amerikaner beschwert habe, die japanische Zeichen tragen, und ich selber habe ja auch welche. Ja, ich hatte die Folge gesehen und trotzdem fand ich den Spruch sowas schon unlustig. Ja, aber ich bin erst währenddessen draufgekommen, ich fand das schon lustig. Ja, du hast vielleicht einen anderen Humor als ich, also sagen wir es so. Das sowieso. Sagen wir es so, wenn du lachst, dann weiß man auf jeden Fall, dann ist es gut. Ne, ich sag mal so, österreichischer Humor lässt mich schnell lachen. Ja, das ist so Österreich, da wo das ganze Corona herrscht. Also wie viele Punkte gibst du? Also da es von Horror ist, kriegst du 10 von 10. Ja, ist klar, du bist kritisierst, da gibst 10 von 10. Nee, also also natürlich ist es immer wieder das, dass es relativ kurz ist, obwohl das ist, glaube ich, eher meine Schuld. Ja, das ist auch deine Schuld. Wenn du kein Mario Kart bringst, außer die eine Folge da. Ich muss tatsächlich sagen, mir fällt auf Anhieb keine Szene ein, spontan, die sie jetzt vergessen hätte. Beim letzten Monat waren es, glaube ich, 2 Szenen, die sie vergessen hat. Was mir spontan hat. Bei dem ist es tatsächlich nicht so. Keine Ahnung. Liegt eventuell auch daran, weil in Animal Crossing nicht so das Große passiert, aber naja, wenn der halbe Monat halt Animal Crossing ist, dann ist es eh logisch. Der Festivalcamper klaut mein Unkraut? Das... War das... Ich weiß gar nicht, ob das lustig war, aber ich fand schon... War die Folge noch im März? Natürlich. Glaubst du, das kam gestern raus? Ah ja, stimmt. Das war 12 und 13, glaube ich. Oder 13, 14. Ne, 13, 14. Ja, okay, gut. Da waren echt ein paar Sachen dabei mit Unkraut klauen. Obwohl, da waren halt keine lustigen Zitate. Man muss sie auch wirklich verwerten können. Gut, das heißt auf jeden Fall, der April wird hoffentlich besser. Ist ja ein Scherzmonat, haha. Ja, ich hab gelacht. Mhm. Mal schauen, was der April bei mir so macht. Das heißt auf jeden Fall arbeiten auf ein gutes Best-of hin. Und auf jeden Fall mehr Mario Kart, wenn nicht sogar täglich. Okay, das ist zu viel für meine Nerven. Ja, du brauchst mal wieder Pluspunkte, ne? Jetzt... Mhm. Also, Das ist Best-of-Sinne schlechthin. Na gut, dann was ist auf jeden Fall mit dem React? Ich fand's gut. Aha. Bis auf die Länge. Kino fand's, naja, sagt er. Gibt aber trotzdem. Ja, viel. 10 von 10. Gibt trotzdem 10 von 10. Lol. Ja, ich trinke noch mal mein Wasser und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao, Leute. Sayonara.